Tja, liebe Freunde, noch seht ihr dieses Video und denkt, hat der Typ einen Schuss? Warum sieht er jetzt aus wie Teslas Optimus? Aber ich verspreche es euch, es wird nicht lange dauern und dann werden wir solche Maschinen tatsächlich überall antreffen, am Flughafen, am Bahnhof, im Supermarkt, im Krankenhaus. Und sie werden dann eben nicht nur die sehr offensichtliche Erscheinung des Maschinenzeitalters repräsentieren, sondern sie werden natürlich auch gesteuert von KI. KI, die längst im Einsatz ist in den genannten Bereichen und in vielen weiteren natürlich auch. In mittlerweile jedem zweiten mittelständischen Unternehmen gibt es irgendeine Form von Software-Einsatz, KI-gestützt, maschinelles Lernen unter der Haube. Das Problem dabei ist, dass Menschen, die diese Systeme benutzen, sie natürlich auch verstehen müssen, um sie vernünftig anwenden zu können. Und da haben wir nicht nur ein intellektuelles, sondern auch ein psychologisches Problem. Die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie gemacht, die ist gar nicht alt, der zufolge assoziieren 53% der Deutschen mit künstlicher Intelligenz Kontrollverlust. Und da ist ja auch was dran, denn diese Maschinensysteme, diese Lernalgorithmen entziehen sich zusehends unserem intellektuellen Nachvollzug. Wir können, wenn wir von vorne drauf schauen, nicht genau sagen, was wird die Maschine jetzt mit unserem Input machen. Wir können selbst bei einem korrekten Ergebnis nicht mehr nachvollziehen, wie ist die Maschine zu diesem korrekten Ergebnis gekommen. Das Ergebnis, wir fühlen Kontrollverlust und wir lassen diese Möglichkeiten oft beiseite. Das ist natürlich dumm. Wenn es nur um den wirtschaftlichen Profit dabei ginge, wäre das vielleicht ja noch zu verschmerzen. Aber wenn es zum Beispiel in der Medizin darum geht, dass wir ein tatsächlich besseres maschinelles Lernergebnis vorliegen haben als das des Arztes oder der Ärztin und wir dann sogar auf die Kombination von der Weisheit des menschlichen Anwenders, der menschlichen Anwenderin in Kombination mit diesem sehr, sehr intelligenten Ergebnis aus der Maschine verzichten, dann stehen wir ziemlich dumm da. Wir verzichten vielleicht auf die bessere Behandlung, wir verzichten möglicherweise sogar am Ende des Tages auf menschliches Leben. Und das ist natürlich ganz furchtbar und deswegen müssen wir uns was Neues überlegen. Eine Möglichkeit, das zu tun, heißt XAI und steht für Explainable AI. Das hat viel zu tun mit der Art und Weise, wie die Erklärung ausgeliefert wird zu dem verwandten System. Das heißt, was wir sehen, was wir hören, was wir lesen, was wir am Ende des Tages verstehen können, diese Maschine tut. Da ist bislang relativ wenig investiert worden, vor allem auf der AnwenderInnenseite. Man hat schlicht gesagt, naja, die InformatikerInnen, die werden sich schon darum kümmern, dass das System schlau ist, dass es funktioniert, dass es möglichst wenig Vorurteile mit sich bringt und dann werden wir in unseren übrigen Fachdisziplinen, zum Beispiel eben in der Geschäftsleitung, schon wissen, was wir mit dem Ergebnis anfangen können oder aber eben in der spezialisierten Medizin. Das ist nicht der Fall. Dazwischen ist eine große Lücke. Diese Lücke muss XAI füllen. Und wir stehen sicherlich noch ganz am Anfang dieser Entwicklung. Und wenn ihr euch dafür interessiert, das solltet ihr tun, dann sollten wir dringend miteinander reden. Und dann findet ihr diesen Optimus-Roboter wahrscheinlich schon längst nicht mehr komisch.